zeige ich euch, wie ihr diese süße Einhorn-Eier-Deko machen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, steht nochmal in der Infobox. Für die Hörner habe ich Fimo benutzt. Zuerst müsst ihr mit dem Fimo einige kleine Würstchen rollen. Damit das Horn später schön aussieht, ist es wichtig, dass die Wurst an einem Ende dünn und an dem anderen Ende dicker ist. Nehmt immer zwei Würste an den dünnen Enden zusammen und dreht sie langsam ineinander zu einem Horn. Damit man das Horn später gut an der Stirn ankleben kann, ist es wichtig, dass das Ende glatt und gerade ist. Ich habe es mit einem Messer abgeschnitten. Wenn man noch einen schönen Schimmereffekt haben möchte, kann man dazu einfach Lidschatten nehmen und euer ungebackenes Horn darin wälzen. Danach wandert alles kurz in den Backofen bei 110 Grad für 20 Minuten. In der Zwischenzeit können wir die Gesichter malen. Das ist auf dem runden Ei gar nicht so einfach. Ihr könnt die Stellen, wo die Augen hin sollen, auch vorher markieren, damit sie nicht schief werden. Also es kann sein, dass ihr euch am Anfang etwas vermalt, so ging es mir zumindest. Aber naja, Übung macht den Meister. Ich rate euch auch, die Augen mehr in die Mitte des Eis zu malen, so dass oben noch genug Platz für das Horn ist. Was wären Einhörner ohne Glitzerfunkel-Deko? Aber zuerst wollen wir uns mal noch um die Wollemähne kümmern. Ich habe die Wolle dazu einfach um mein Handy gewickelt, weil es gerade die richtige Größe hatte. Aber ihr könnt auch Pappe nehmen oder jedes Stück Wolle einzeln ausmessen. Das wird allerdings länger dauern. Wichtig ist nur, dass man zum Schluss immer gleich lange Wollestücke hat. Dann macht ihr mit einem Stück Wolle so eine Schlaufe und schlingt es einfach um einen längeren Wollfaden. So entsteht langsam eine Mähne und ihr könnt euch auch andere Farben aussuchen, wenn ihr Strähnen haben wollt, dann nehmt verschiedene Wolle. Ich hatte das Glück, so eine Wolle zu haben, wo verschiedene Farben schon in einem Knäuel drin waren, also verschiedene Pastellfarben. Die Heißklebe ist bei DIY-Geschichten mein bester Freund und dann müsst ihr eigentlich alles nur noch zusammenkleben. Diesen Prozess habe ich leider nicht gefilmt, aber ihr könnt es euch ja schon vorstellen. Ja, so sieht es dann aus. Wenn ihr keine Heißklebe habt, dann könnt ihr auch Uhu oder Sekundenkleber nehmen. Allerdings mit dem Uhu dauert es natürlich etwas länger, bis der Kleber getrocknet ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen netten Kommentar da. Und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!